Achtung! Hilfeleistung! Baumsägeeinsatz! Einsatz für KEF1. Zollweg. Ja, so wie es letztes Mal aufgehört hat, geht's weiter. Wir rücken aus mit dem KEF1. Mal wieder, schon wieder, je nachdem. Mit zu einem Baumsägeeinsatz. Ohne die DL leider. Baumsägeeinsatz mit der DLK wäre auch mal wieder was Schönes. Aber ja, anscheinend ja nicht. Im Moment nicht so wichtig. Nicht so, keine Ahnung. Aber zurzeit haben wir echt viele KEF-Einsätze, finde ich. Ich hoffe, dass es uns nicht umkippt, weil wenn es uns umkippt, dann ist der Teil nämlich hinfällig. Aber das wird nicht umkippen. Jetzt sind wir richtig krass, wie es rumrutscht, ey, da. Schlimmer wie in Tokio trifft da. So, oh, hier an der Kirche sind Äste von irgendeinem Baum hier auf die Straße geflogen. Jawohl, das bleibt stehen. Massiv. So. Müssen wir absperren? Ich glaube. Eigentlich nicht, oder? Nee. Endlich mal auf die Idee kommen, nicht abzusperren, weil hier ist ja kein Fahrzeugverkehr im Normalfall. Jetzt schauen wir dem erstmal ein bisschen zu, wie er kehrt. Und dann dürfen wir die Äste auf Seite räumen. Naja. Ah, da liegt vielleicht noch ein bisschen was. Dann machen wir hier noch zu und Abfahrt. So, weiter geht, also was heißt weiter geht, erstmal geht es zurück, bevor es weitergeht. Und dann geht es weiter. Nee, doch. Ja, das KEF, muss ich sagen, ist echt. Ey, das war ein 15 € DLC. Ne? Ich hab's reduziert gekauft. Erst wollte ich es mir gar nicht kaufen, habe ich es mir reduziert gekauft. Und ich muss sagen, es ist trotzdem echt. Naja. Aber das ist alte Geschichte, ist jetzt auch egal. Ich meine, wir kriegen bald ein neues Spiel, was wahrscheinlich richtig geil wird. Und deswegen, was soll man sich da beschweren? Die 15 €, oder bei mir waren es weniger, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer es war, gebe ich denen doch gern als Unterstützung fürs nächste Spiel.
Gleich sind wir da. Sag mal gucken, ob es wieder umkippt, wie gerade eben. Oder war ich gerade eben? Bei mir gerade eben, bei euch Montag. Und bäm, es steht. So, dann warten wir mal auf den nächsten Einsatz. Können uns mal hier die Fahrzeughalle da drüben angucken, wo die unnötigen Autos drin stehen. Ich meine, wenn sie wenigstens fahrbar wären im freien Spiel, also die müssten jetzt nicht mal zu Einsätze rausfahren. Aber wenn man sie wenigstens fahren könnte oder benutzen könnte hier im freien Spiel, ich meine, das Ding hat nicht mal Schlauchhaspeln, das LF. Also, und die DL-Karte steht auch ausgeklappt drin. Bisschen lappig schon gemacht, aber naja. Hätten sie die Fahrzeughallen hier hinten leer gelassen, wäre vielleicht besser gewesen. Aber egal. Ich denke, im nächsten Teil entweder ist da wieder was drin und wir dürfen es benutzen, oder sie sind leer und stehen bereit für die neuen Fahrzeuge, die dann später irgendwann kommen. Und wir haben einen Kleinflächenbrand. Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF 2. Nachbarsweg. Am Nachbarsweg. Warum habe ich das Gefühl, dass es diese Bushaltestelle ist, die da gleich ums Eck ist? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die ist, aber... Naja. So, dann fahren wir jetzt mal nochmal mit dem Tanklöschfahrzeug raus. Nee, es ist Gott sei Dank nicht die Bushaltestelle. Mit dem sind wir auch schon lange nicht mehr gefahren. Aber jetzt geht's wieder weiter. Tanklöschfahrzeug ist auf jeden Fall ein richtig cooles Fahrzeug. Das finde ich sowohl in dem Teil, auch im zweiten Teil, was ich schon gesehen habe, richtig cool. Gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfahrzeugen. Ja. Vor allem dann mit dem Dachwerfer wird es nochmal besser. So, Warnblinke und Heckwarner. Und ab geht's. So, jetzt, was sollen wir machen? Ah, okay. Anscheinend sperren wir gerne die Straße wie sonst immer. Ja, Pumpe können wir eh noch nicht kontrollieren, ob wir es überhaupt irgendwann mal können. Also man kann es in dem Spiel, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ab welchem Rang und ob wir das überhaupt können. Keine Ahnung. Aber das ist ein schöner Einsatz für heute noch gewesen. Vor allem schneller auch. So, aufsitzen. Heckwarner können wir ausmachen. Warnblinker und Blaulicht. Dann fahren wir zurück. Schauen uns den Einsatzbericht noch an und dann war's das auch für heute. Fahr. Eigentlich dürfen wir zuerst fahren, aber naja. Was macht der jetzt? Ah, rot. Naja. Oh Mann, ey. Geht jetzt mal weiter da vorne?
Ja. Ah, jetzt auf einmal. Ab, zurück zur Wache. Oder erstmal nochmal anhalten. Wir fahren da jetzt hinten rum rein. Dann brauchen wir da vorne nicht anhalten. Fahren da über die Schranke rein. Dann über den Platz. Und dann vorne rein. So. Perfekto. So, das war's dann aber auch mit heute. Stehen wir halbwegs gut drin. Ja, ein bisschen krumm, aber akzeptabel. Ja, jetzt sehen wir uns dann diese Woche noch in Minibrunn. Und mal schauen, vielleicht ja noch was. Unsere Firma vielleicht. Ja, und nächste Woche geht's dann weiter mit Notruf. Ziemlich safe. Bis dahin sage ich tschüss.